Umweltschutz kontra Arbeitsplätze. Dieser Konflikt sorgt gerade in Förde für Streit. Denn da, wo jetzt noch Bäume wachsen und Vögel nisten, soll bald ein neuer Hallenkomplex für den Hafen Emmelsum entstehen. Und das geht vielen zu weit. Jetzt live aus Duisburg. Ihre Lokalzeit mit Marc Schulte. Jawohl, wir starten in den Dienstagabend. Schön, dass Sie bei uns sind. Schönen guten Abend zusammen. Ja, der Hafen Emmelsum ist wirklich ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für die Stadt Förde. Aber deswegen immer mehr Hallen auf dem Acker? Genau dagegen regt sich Widerstand von einer Bürgerinitiative, von Jägern und auch aus der Politik. Viel Acker, viel Wiese, ein wenig Wald. Die Natur erobert sich ihren Platz zurück. Die Fläche zwischen Hafen und Landstraße ist Lebensraum für Habichte, Gartenrotschwanz, Rehe, Kreuzkröten. Und sie wollen, dass das so bleibt, Anwohner und Jäger. Aufgrund der aktuellen Entwicklung, dass immer mehr versiegelt wird, beziehungsweise ja auch Bestrebungen eigentlich dahingehen sollten, 2023 in Zeiten des Artensterbens und Klimawandels die Versiegelung zurückzufahren, dass dieses Biotop erhalten bleibt und eventuell sogar auch das zum Anlass genommen wird, es weiterzuentwickeln. Stattdessen könnte hier bald eine Logistikhalle stehen. Vorgestellt hatte die Firma Greenfield sie kürzlich auf einer Fachmesse mit dem Hinweis, noch in diesem Sommer mit dem Bau zu beginnen. Ein übliches Vorgehen, sagt uns der Investor am Telefon. Die Bürgerinitiative irritiert. Wir werden zunehmende Lkw-Ströme haben. Es wird laut. CO2-Abgase werden zunehmen. Ruß. All diese ganzen Dinge. Und ich frage mich immer wieder, warum unser Bürgermeister seit 10 Jahren so hartnäckig an dem Projekt festhält. Es wird viel gebaut rund um den Hafen Emmelsum, ein wichtiger Wirtschaftsstandort für die Stadt, die sich davon vor allem Arbeitsplätze und Steuereinnahmen verspricht, aber auch den Naturschutz dabei im Blick hat. Der Investor habe seine Planung daraufhin auch schon angepasst, will das Biotop weitestgehend erhalten. Wir haben ein ganz normales Bebauungsplanverfahren. Es gibt einen Aufstellungsbeschluss, der die Verwaltung auch verpflichtet, dann im Sinne des Vorhabens einen Bebauungsplan aufzustellen. Der wird natürlich auch nach einer Offenlage, das wäre der nächste Schritt, auch mit allen nochmal in der Beteiligungsform auch durchgekaut. Hat jeder auch die Möglichkeit, Einwendungen zu machen. Noch ist also nichts entschieden, aber auch die meisten politischen Parteien in Förde stehen auf der Bremse, fordern heute per Antrag einen Aufschub der Entscheidung. Wir wollen eigentlich, dass das Verfahren ordnungsgemäß verläuft und dass alle Belange sorgfältig abgewogen werden und berücksichtigt werden. Und wenn man dann zwischen Offenlage und angekündigten Baubeginn nur wenige Monate hat, dann lässt das eben befürchten, dass dies nicht der Fall sein kann. Der Streit um die riesige Grünfläche geht in die nächste Runde. Der Bürgermeister versichert, alle Einwendungen zu prüfen. Die Bürgerinitiativen haben sich vorsorglich schon mal rechtlichen Rat geholt. Das wird noch spannend.